Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Cast der Quaschers. Ich bin hier 93 Jovo, im letzten Teil haben wir ja in der Wüste. Ach, da, ja, hier geht's weiter. Haben wir eine Karte bekommen und wir sind den Aliens begegnet, wir sind im Alienschiff gekommen und nun sind wir im gefluteten Tempel. Hier geht's also weiter. Ah, ja, gut, gut. Moment mal. Ein versteinerter Krieger? Wir sind nirgendwo Lava. Moment. Ach, hier brauchen wir. Ach, wir brauchen hier ein Horn. Moment. Achso, hier kann ich weiter. Sumpf. Vielleicht. Ach, das ist eine Schatzkarte. Oh, Alter! Lass das wohl gut sein. Für den Frieden! Und jetzt. Ach, die Bauern helfen mir ja. Jawohl! Gemeinsam sind wir stark! Ich muss also ein Horn finden, um in den Tempel zu kommen. Alles klar. Hä? Ach, das ist meine neue Magie. Dass der dritte Schlag in der. Der vierte Schlag in der Combo, dass das einfriert. Na, das ist ja cool. Nein. Wie mache ich das nochmal? Hm, komisch. Komisch, also gerade eben hatte ich es, glaube ich, hingekriegt. Da hat der Hieb den dann eingefroren. Ach komm, bleib doch mal stehen. Ich möchte jetzt diese Technik ausprobieren. Neuer Zauber hieß es. X, X, X und Y. Ich besieg die zu schnell. Ich kann das gar nicht ausprobieren. Was soll denn das? Ah, okay. Doch, doch. Das ist die neue Magie. Cool. So ein Frostschlag. Wunderschön. Ah, cool. Jawohl. Das gefällt mir. Dankeschön, ihr mutigen Mannen. Kämpft an mir, an meiner Seite und wir werden den Bösen näher. Es heimteilen. Na, ihr schon wieder. Natürlich hat er ja genug Material, um die zu beleben. Und. Ah, oh oh. Eieieiei. Die haben aber dicken Knochen. Du bist nur Knochen, du hast keine Muskeln. Lass es gut sein. Und bin wieder klein, oder? Ja. Was ist denn da draußen los? Ich hab doch doch möglichst. Du hast nur Knochen. Wie kannst du mir was anhaben? Und noch einmal. Ein letztes Mal. Am besten erstmal die großen Grippe ausschalten. Vereiste Knochen. Yabbi. Muss man sie nur noch in der Pfanne warm machen und dann genießen. Oh. Und den Kopf verloren. Wie? Mein Apfel. Meiner. Alles meins. Ha. Jawohl, leg dich einfach wieder hin. Solltest du in Frieden ruhen? Und wo sind meine. Ein nettes Schwert. Was sind das antike. Eine Angelrute? Kann ich einfach angeln? Das sind wohl antike Ritter oder nein, Sumpfritter natürlich, ja. Sieht man ja. Okay, und ich habe keinen Trank mehr. Ich hätte mir vorher Tränke kaufen sollen. Ich habe noch genug Geld.
Alter, da aus. Von Ranken sich Jui. Weg da. Hallo. Störig? Hey. Nicht so unfreundlich sein, ja? Man kann auch mich höflich bitten zu gehen und ich bin tot. Ich lege mich mal dazu zu euch, ja? Gut, die Aufgabe ist also nun das Thorn zu finden. Dann gehe ich mal zum Bergfried, um da mir was zu kaufen, ja. Die Barbaren sind hier immer noch die ganze Zeit. Aber die sollten ja keine Gefahr mehr sein. Ich bin jetzt so stark, ein paar Hiebern weg sind die. Wunderbar. Kauf was, ja? Kein Hemd, keine Schuhe, keine Bindung. Ich habe alles, du kannst mich ruhig bedienen. Und eins, und zwei. Wie oft kann ich es mir denn kaufen? Ich kann mir noch, glaube ich, mehr kaufen. Vielleicht hat er einfach nicht mehr im Angebot. Dann schaue ich mal hier im Vulkanladen nach. Da war ja, glaube ich, mehr zum Anbieten, mehr zum Kaufen. Da gab es auch Bomben, wenn ich wieder Bomben brauche. Und auch ein paar Sandwiches für den Hunger zwischendurch. Plus 5 Kraft. Oh, dann wäre wieder aber viel. Ach, ich kann nicht mehr haben. Okay. Dann kaufe ich mir das vielleicht doch. Neue Waffe. Drei Verteidigung, ja. Machen wir einfach erstmal diesen Knüppel hier. Mit dem Knüppel in die Hand schlage ich jeden im weiten Land. So. Na, hoffentlich habe ich jetzt dann wieder meine Komparde. Ah, natürlich alles wieder von vorne. Weg da! Ha, schön, dass ihr wieder an meiner Seite seid. Seht ihr, gemeinsam können wir das. Nun müssen wir auch zusammenbleiben, sonst wird daraus nichts. Okay. Ah, da kommt aus der Gruft. Money. Yes. Okay, den neuen Angriff habe ich jetzt drauf. Na, manchmal greift er noch den Gegner. Ich lass mal die Toten ruhen. Der hat auch eine Angelroute. Warum laufen die einfach durch? Warum lasst ihr mich alleine? Was wollen die? Sind wir keine Freunde mehr oder was? Haltet ihr mal die Klappe? Alter, geht mal auf die Nerven. Und der nächste. Level 34, meine Lieben. Jawoll. Einfach immer drauf. Dann wird er schon. Und ich bin weg. Ja, stehen geblieben. Die neue Waffe haut rein. Jawohl. Das ist das, was ich gegen Skelette brauche. Was Schönes, mit dem ich den Schädel einschlagen kann. Hey! Ich brauche keine Angelrute. Hin und wieder esse ich was Fisch, aber im Moment nein. Das ist mein Geld, Schui. Weg da. Ha! Im Zweierkampf ist es besser, das einzusetzen. Kommt.
sehr praktisch, die dann halt zu lähmen. Komm schon. Bananen. Ach je. Oh, ich habe ihn doch gesehen hier. Schleich dich bloß nicht an mich hinten dran. Sowas mag ich gar nicht. Hä? Verlierst du den Kopf, mein Lieber? Und auch dein Leben. Ist da oben was? Nein. Oh, kleine Fröschchen. Da! Oh, nein, das fiel schon wieder. Ein bisschen gleich erledigen, ansonsten wimmelt es hier nur von diesen Trollen. Ja, versteck dich nicht. Ich will dir nichts Böses. Ich will dich nur von deinem Leid erlösen hier. So wie Money. Und wie soll ich die nennen? Die antiken Ritter? Jade-Ritter? Wie auch immer. Sie gehen mir wie alles andere auch auf die Nerven. Der hat nicht meine Anzeige. Wann ist er denn? Ah, okay, da ist er tot. Soll jetzt Shui wieder kommen mit seinem gierigen Maul und seinen gierigen Klauen? Rausfall in so jungen Jahren. Ich hab was Falsches gegessen, ne? Ach, es macht einfach Laune, dieses Spiel. Ich kann es nicht beschreiben. Ich möchte doch nur für immer hier bleiben. Oh, wieder einer auf meiner Seite. Sehr schön. Hin und wieder greift er den Gegner, dann macht er den Schlag. Ach, wenn ich nah genug an ihm dran bin, dann schlägt er zu. Also, ich meine, greift in den Gegner. Verstehe, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Alles klar. Dankeschön für die Hilfe, mein Bruder. Eine Schnecke? Ja, was macht denn die Schnecke? Ein kleines Tüchchen. Ja, das ist ja süß. Ah, jetzt, wo ich weiß, wie ich die Technik einsetze, geht es ein bisschen besser. Kardinal, komm mal her. Nicht, dass ich was verpasse wegen die ohne dich. Wenn ich also ganz nah bin, dann greift ihn den Gegner. Und wenn ich ein bisschen Abstand habe, dann macht er die anderen Kombos. Alles klar. Puh. Mit Freunden ist doch alles besser. Moment, ich helfe euch mal. Bitte schön. Dann habt ihr es leichter. Ein Kornfeld? Was erwartet uns das Ziel denn? Hast du Hunger, Kardinal? Na super. Ein witzgewordener Maiskolben. Hat jemand Lust auf Popcorn? Wo taucht er auf? Hallo! Ich kann seinen Popcorn essen. Das ist ja köstlich, aber genauso ekelhaft. Und ihr steht nur da? Macht doch mit beim Gemtümmel. Ich glaube, ich probiere mal ihn zu so pulverisieren. Hey, natürlich in dem Moment. Komm mal her. Ah, komm, bevor die Wirkung auf... Yummy! Ja, vom Gegner Gesundheit wieder. Ah, ich bin weg. Yummy! Ein bisschen süßer könnte es sein. Aber du hast wohl keine Butter. Ha, wie es da davon fliegt. Nom, nom, nom.
Warum poppt es eigentlich? Ich bin Eis. Ich bin kein Feuerretter. Der braucht ja ewig. Sehe, dass ich ja schon richtig bin. Zumindest kriege ich immer wieder Gesundheit durch ihn. Gleich drehst du dich wieder, natürlich. Komm mal her. Hör auf, mich zu peitschen. Was war denn das? Steht nicht einfach nur da. Hilft mit. Sonst kriegt ihr keinen Popcorn ab. Das ist dann alles meins. Yeah. So kriegt man Popcorn aus dem Maisräum raus. Yummy. Das war ja total verfehlt. Man muss sich halt wirklich basend hinstellen, um den da zu erwischen. Hier geblieben. Das braucht ja ewig, der Kampf. Ah, er wird schon magerer. Das heißt, wenn er keine Körner mehr hat, dann ändert sich seine Form. Oder ist dann total erledigt. Das ist also mein Ziel, nicht ihn zu besiegen, sondern einfach alle seine Körner zu poppen. Das klang jetzt falsch, seine Körner zu poppen. Oh ja, seine Körner sind ja so erotisch. Oh, ah, ich muss ihn noch sehen und es läuft mir im Munde zusammen. Ich vertilge ihn nach und nach. Das ist, was hier auch gerade passiert. Moment, habe ich da gerade eine Unterhose gesehen? Der hat eine Unterhose an. Ja, Tatsache, der hat eine Unterhose an. Ich meine, ich habe noch nie Maskottchen gesehen, der an Sex und Unterwäsche interessiert ist. Das ist mal was Neues, also. Der macht mich geil. Ja, nicht mal lange und du bist von deinen Laien erlöst hier. Oh yeah, komm, Breaker. Ich denke, wenn alle Körner weg ist, dann ist auch seine Kraft weg. Hey. Ich glaube doch, ich erinnere mich, dass ich, als ich mal das mit Freunden mal gespielt habe zusammen, dass ich gegen den gekämpft habe. Und ach ey, da war ich noch so ein Noob. Totaler Anfänger. Kommt da nur noch ein Korn? Na okay, ein paar mehr. Deshalb. Ah, der will nicht aufgeben. Da. Alter, jetzt bleib hier. Jetzt bleib doch. Ich hab ihn gleich. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Yep. Komm schon, ein Treffer noch. Der hat doch keine Körner mehr. Wie, ich krieg von dir nicht das Horn. Yeah, Popcorn für alle. Ungesüßt, pur. Wo geht der jetzt hin? Ja, yeah, das Horn, da haben wir es, das Horn der Hörner. Dankeschön. Wow. Na, das war mal ein schöner Ausflug aufs Lande. Ha, wunderbar. Gut, machen wir ein bisschen mehr Charme, alles klar. Ah, das ist der neue Bereich, der Sumpfdorfladen. Was haben wir da? Ein Schweinchen? Piggy macht Nahrung, die dir mehr Gesundheit gibt. Schön. Ansonsten, was ist das jetzt? Wow. Na, wollen Sie nur noch was vor?
Das sind richtig... Was bist du denn? Eine Haifischechse. Alles klar. Gut, meine Damen und Herren, dann machen wir weiter hier dann beim gefluteten Tempel. Wir haben das Horn der Hörner, um das Tor zu öffnen. Und ich habe so eine Vermutung, Medusa? Wir haben auch Medusa drin. Der war ein versteinerter Kerl. Und wir sind nicht in einem Feuergebiet. Das würde für mich nur die eine richtige Theorie sein. Also, falls Ihnen gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns wieder in der Fortsetzung von Castle Crushers E93 Joe. Wo ein Lauf in der Day New. Tschüss and goodbye.